I'll be back. Heute geht es um Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Sein Riesenwälzer und ich versuche das in einem kurzen Video zusammenzufassen. Bleibt dran! Ja, wie gesagt, heute geht es um Total Recall, also die ganze Geschichte von Arnold Schwarzenegger, ein Riesenkracher mit 650 Seiten und alleine vom Lesen habe ich schon Muskeln bekommen. Sprich, wenn man die ganze Zeit dieses Buch so hält, dann ja, kann man allein davon schon die Arme gestärkt bekommen. Ja, und heute wollte ich einfach mal das Buch an sich nicht vorstellen, sondern erstmal sagen, ob ich es empfehle oder nicht und dann versuchen in einem kurzen Video die Erkenntnisse mitzuteilen, die ich hatte und die er hatte während seines Lebens. Und ich musste mir dazu sogar einen Zettel machen, was ich sonst nie brauche, um die ganzen Erkenntnisse aufzuschlüsseln. Und zwar, erstmal empfehle ich es oder nicht. Es ist ein Riesending, wie gesagt, ich habe 3 Monate dran gesessen. Man kann es auch, wenn man sich dafür Zeit nimmt, in 2-3 Tagen vielleicht runterlesen. Aber ich habe halt jeden Tag immer einen kleinen Slot dafür, neben meinem Business, um Bücher zu lesen. Und deswegen habe ich halt 3 Monate dafür mir Zeit genommen. Und es ist natürlich, als wenn dir jemand 3 Tage hintereinander seine Geschichte von vorne nach hinten erzählt. Und einige Passagen sind sehr interessant, andere wiederum nicht. Und je nachdem, in welcher Branche man sich auch befindet, findet man einige Passagen weniger interessant, andere mehr interessant. Ich finde es aber an sich sehr krass, wie er auf Erfolg getrimmt ist oder war. Und deswegen ist das ganze Thema Arnold Schwarzenegger natürlich sehr interessant und auch motivativ sehr gut. Ich habe das Buch öfter mal genutzt, um mich selbst zu motivieren, wenn ich krass viele Tage am Stück gearbeitet habe und dann mal wieder geguckt habe, wo will ich eigentlich hin, was mache ich gerade und dann mal 50 Seiten oder so gelesen und dann war ich wieder voll drin und habe gemerkt, hey, andere ziehen viel stärker durch oder leiden viel stärker. Da lasse ich mich doch von so kleinen Sachen nicht unterkriegen. Also für das Ding ist es auf jeden Fall gut gedacht. Wenn du dich motivieren möchtest, jeden Tag ein paar Seiten zu lesen, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist halt auch viel Stoff und viel Seiten, ne, zum Lesen. So, ich habe das Ganze in 4 kleine Bereiche unterteilt. Der erste Bereich ist natürlich der Bodybuilder-Bereich. Ne? Es geht erstmal 200 Seiten nur um Bodybuilding und wie stolz er auf seine Muskeln war, beziehungsweise wie er seine Muskeln trainiert hat. Ist natürlich für alle mega geil, die im Fitnessbereich waren. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist einfach dieser Satz von ihm, Schmerz bedeutet Erfolg oder ich mag den Schmerz, hat er gesagt. Und bedeutet einfach so viel, dass er jegliche Schmerzen mitgenommen hat, die damals halt physisch hauptsächlich waren, wenn er seine Arme trainiert hat, wenn er irgendwo etwas durchgezogen hat, um dann danach zu merken, hey, wenn ich umso mehr Schmerzen ich habe, umso mehr Erfolg werde ich auch haben in diesem Bereich Bodybuilding. Und man hat auch sehr schnell mitgenommen, wenn man in einem Bereich Erfolg hat, hat man auch viel mehr Spaß, diesen Bereich dann nach vorne zu bringen. Sprich, der Bereich Bodybuilding wurde durch ihn erst noch viel bekannter oder überhaupt vielleicht bekannt in der Welt, weil er sich dafür dann so eingesetzt hat. Also dieses Thema Verkaufen und Marketing hatte, ich würde nicht sagen im Blut, aber hat er immer schon mitgenommen. Egal was er gemacht hat, er hat es dann erzählt, er hat davon berichtet und er hat es den Leuten schmackhaft gemacht. Der zweite Bereich geht natürlich in den Bereich Schauspieler. Als er angefangen hat mit Conan der Barbar oder Terminator, das waren so seine Dinger, die ihm zu Erfolg gebracht haben. Aber nicht einfach, weil er Talent hatte oder einfach gut darin war, Schauspieler darzustellen, sondern auch da hat er krass viel dafür getan, um ein guter Schauspieler zu sein. Erstmal in diesem Bereich Englisch, ne? Er hatte noch einen krassen Akzent, wahrscheinlich immer noch ein bisschen, aber hat sehr stark in seinem Akzent gearbeitet, sehr viel Schauspielunterricht genommen, viel auf Sachen geachtet. Bei Conan musste er, glaube ich, ein halbes oder ein Jahr mit einem Schwert arbeiten. Bei Terminator musste er sich sozusagen weg von Sarah Connor bewegen, also auch als richtiger Mensch, um keine Beziehung zu ihr aufzubauen, um nicht freundschaftlich rüberzukommen. Und richtig die Maschine darzustellen, keine Mundwinkel verziehen und sonst was und dann Sachen 10 oder 20 Mal neu drehen, bis es ihm wirklich gefallen hat und allen anderen halt auch gefallen hat. Und deswegen wurde er so krass als Schauspieler. Und warum die Filme so krass waren, war nicht so ein Zufall, weil er dann einfach so ein ganz spezieller Typ war, sondern auch, weil er richtig extrem Marketing gemacht hat. Er ging in die Welt hinaus, in andere Ländern, war einer der ersten, der die Hollywood-Filme nach draußen gebracht hat, in anderen Ländern gezeigt hat, dafür Marketing gemacht hat, an den Kinokassen selbst dafür Werbung gemacht hat.
obwohl es noch gar kein Internet gab, wo man mal eben über YouTube oder Facebook ein bisschen Werbung machen kann. Also wer sozusagen heute sagt, oh, Marketing ist mir zu anstrengend, der weiß nicht, wie es vorher war und wie anstrengend es vorher war. Also dieses ganze, ich muss wieder auf dieses Thema zurückkommen, Verkauf und Marketing sind bei ihm sehr krass ausgeprägt, beziehungsweise hat er immer dafür genutzt, um mehr nach vorne zu kommen. Das ist nicht von alleine gekommen und das war auch eine sehr wichtige Erkenntnis für mich, um einfach zu merken, egal wie gut mein Produkt ist, egal wie gut eine Sache ist, die ich mache, wenn ich sie nicht nach außen hin trage, wenn ich nicht davon berichte und voll davon überzeugt bin und Marketing für die Sache mache, wird sie nicht richtig erfolgreich. Der dritte Part, der ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist das ganze Thema Immobilien, dass er immer mehr in diesem Bereich war, sobald er gut verdient hat. Also in seinem zweiten, dritten Film hat er dann schon Millionen verdient und hat natürlich immer versucht, mehr zu verdienen und hat diese Millionen dann in Immobilien investiert. Er beschreibt nicht genau, wie er das Thema abhandelt. Ist ja auch sehr komplex eigentlich, das Thema Immobilien, und gerade in anderen Büchern, wie zum Beispiel der Alexander Düsseldorf-Fischer, der geht ja sehr krass auf dieses, sehr gut auf dieses Thema ein. Das ist hier zu kurz gekommen. Da mich das Thema auch nicht so interessiert hat, war das jetzt nicht so schlimm für mich. Aber er ging halt mehr auf diesen Bereich Schauspieler und mehr auf diesen Bereich Muskeltraining und Bodybuilder ein, als halt auf die Immobilien. Aber da wurde auch klar, dass es viel wichtiger ist, wenn man viel Geld hat, das zu investieren, das zu nutzen für die Welt, nicht nur für sich selbst, um mehr Geld zu verdienen, sondern auch, um Sachen zu erreichen in der Welt. Und ja, dann ging es halt auch bald in diesen Bereich Politik über, wo er erst viele Sachen organisiert hat, viele Events. Und er bringt auch halt klar rüber, sobald er richtig Geld verdient hat, dass er dann auch das Bedürfnis hatte, anderen zu helfen und einige Organisationen erstellt hat. Oder ganz wichtig war auch dieser Punkt, dass er die Special Olympics, hießen sie glaube ich, also diese Behinderten-Olympiaden, verstärkt hat. Er war ja mit der Frau Maria Kennedy zusammen, also mit einer Kennedy und deren Mutter. Die hat sich sehr stark für diese Special Olympics immer interessiert und sie nach vorangebracht. Und das hat er dann noch weiter nach vorangebracht, weil er sowieso eine Sportkoryphäe war. Und es ging dann auch weiter in dieser Politik, dass er der Sportleiter des Präsidenten in USA war und dieses täglich Sport machen für Kinder, Reduzierung, damit die nicht so fett werden, noch weiter vorangebracht hat. Und das war auch sehr interessant, dass wenn man sich selbst erstmal gut fühlt, genug Einnahmen hat und gut im Leben steht, ein gutes Standbein hat, kommt dieses "Ich will anderen helfen" von alleine. Und während ich das gelesen habe, habe ich schon einige Ansätze und Ideen auch für mich gehabt, wobei ich früher immer gedacht habe, warum machen einige etwas für die Menschheit und warum andere nicht? Und ich auch selber manchmal egozentrische oder egoistische Ansätze habe, obwohl ich meinen Freunden drumherum immer gerne helfe und alle, die an mich herantreten. Das ist ein Punkt. Und dann ging es halt auch irgendwann in diese Richtung Gouverneur werden, Politik, wo er dann sehr stark dieses ganze System Politik auseinandergenommen hat. Und da muss ich sagen, tun mir Politiker inzwischen so ein bisschen mehr leid, beziehungsweise ist es krass, wie stark die Menschen oder wir als Menschen Abneigung gegen Politiker haben, nach dem Motto, sie wollen alles nur in ihre eigene Tasche reinschütten und machen nicht wirklich was für die Leute. Aber die meisten Politiker, die er zum Beispiel dort erwähnt hat, ist ja alles subjektiv aus seiner Richtung, aber so wie das für mich rüberkam, wollen viele Politiker wirklich etwas bewegen, wollen etwas ändern, aber in vielen aktuellen Staaten ist halt die Bürokratie so stark ausgeprägt, dass Leute nicht vorankommen oder halt auch Fehler machen. Und die Medien an sich möchten dann diese Fehler gerne nutzen, um denen wieder rund zu machen, weil Fehler oder krasse Aktionen oder irgendwas, was negativ auffällt, kommt natürlich viel besser in den Medien an, als dass man gerade einen ganzen Staat fast schuldenfrei gemacht hat oder eine ganze Gruppe von Menschen geholfen hat, besser im Leben dazustehen. Und da wurde so ein bisschen auch mein Interesse zur Politik verstärkt oder klarer gemacht. Natürlich möchte ich in jetzigen Moment auf keinen Fall irgendwie da mitspielen. Hätte auch die Erkenntnisse oder das Wissen noch gar nicht in der Politik. Aber es kam sehr stark rüber, dass man in der Politik einiges bewegen kann. Und wenn man helfen möchte, ist man gar nicht so schlecht daran, sich mit der Politik zu beschäftigen. Und das war halt sehr interessant, diesen Part zu lesen.
Ja, und als letztes würde ich gerne auf seine Erkenntnisse zurückkommen. Er kam immer wieder auf diesen Bereich zurück, dass er, ich würde sagen, visualisiert hat. Er hat es anders genannt, aber er hat immer sozusagen gesehen, okay, ich sehe mich schon da und da als Schauspieler. Ich sehe mich schon dort und dort so viel Geld haben. Ich sehe mich schon als Gouverneur. Und es scheint echt, und das kam echt wirklich gut rüber, dass wenn man richtig visualisiert, den Plan, den man hat, etwas zu erreichen, viel leichter umsetzen kann. Und es scheint auch in diesem esoterischen Bereich, also etwas, was nicht greifbar ist, viel leichter zu funktionieren, dass man dann viel besser Sachen erreichen kann und viel stärker an den Zielen arbeitet, die auch zu erreichen. Also dieses Thema Visualisierung ist gar nicht so schlecht und hat auch bei mir immer mehr Bedeutung gefunden. Und jetzt nochmal auf seine Erkenntnisse zurückzukommen. Eine Erkenntnis war, Stolz darf einem nicht im Weg stehen. Das merke ich auch selber immer. Wenn man zu stolz ist, sich helfen zu lassen, wenn man zu stolz ist, andere anzusprechen, wenn man zu stolz ist, in einen Bereich reinzugehen, wo man vorher nicht war, dann steht man sich selber im Wege. Also ein Punkt von ihm, eine wichtige Erkenntnis, Stolz darf nicht im Weg stehen. Man muss über seinen eigenen Schatten springen können, um Erfolg zu haben. Mehr machen, weniger denken, merke ich auch öftermals. Wenn ich einfach loslege und dann anhand meiner Fehler merke, okay, das muss man selber machen, das muss man besser machen, dann läuft es viel besser, kriegt man schneller Erfolg. Wenn man zu viel denkt, dann kann man erstens schlechter schlafen, weil man die ganze Zeit irgendwie Runden dreht in seinem Gehirn. Merke ich auch selber, ich kann selber schlecht schlafen, wenn ich zu viel ins Denken komme und dann auch gelähmt bin, was zu machen. Drittens, kein Plan B haben. Der Mensch neigt natürlich dazu, wenn er einen krassen Plan A hat, irgendwas zu erreichen, denkt er sich, wenn ich es nicht schaffe, überlege ich mir das. Wenn ich es nicht schaffe, überlege ich mir das. Aber da geht nicht nur viel Energie verloren, sondern man geht dann zu viel auf diesen Plan B rein. Und diese Energie kann man sehr stark nutzen, um Plan A umzusetzen und dann auch zu überlegen, wenn es nicht so klappt, versuche ich eine andere Methode. Also einfach mal etwas durchziehen, ohne Plan B zu haben. Auch eine interessante Sache, die ich für mich mitgenommen habe. Eine Erkenntnis von eben, anders sein, Unverschämtheit sei, unverschämt wirken. Gut, hat mich jetzt nicht so krass anders angesprochen, aber natürlich geht es auch wieder in diese Richtung Nische. Wenn man sich in etwas, in einer Nische bewegt, in der sonst keiner ist, oder wenn man etwas anders macht als alle anderen, bekommt man mehr Aufmerksamkeit, weil es halt einfach anders ist. Und von daher eine Erkenntnis von Ihnen, von ihm, anders sein oder einfach mal unverschämt sein oder an unverschämt wirken. Dann diese Kombination, der Tag hat 24 Stunden und Übung macht den Meister, sind Sätze, die ich eigentlich nicht übersetzen muss, nicht klar machen soll, aber er wollte damit einfach ausdrücken, dass wir viel Zeit pro Tag haben, wenn wir uns nicht irgendwie verzetteln, um viele Sachen auch gleichzeitig zu machen. Klar ist der Fokus in einem Projekt, in einem Ziel wichtiger, aber er hat mal deutlich gemacht, der Tag hat halt 24 Stunden und du brauchst halt nur 8 Stunden davon Schlaf so ungefähr. Er hat 6 Stunden gesagt, aber ich würde sagen 8 Stunden. Und den Rest der 16 Stunden kann man an Sachen arbeiten, die man voranbringen möchte. Ne? Und dann schieb Schuld nicht auf andere. Wer Schuld auf andere schiebt, ganz deutlich, der schiebt auch die Verantwortung den anderen zu. Wenn man aber selbst die Schuld bei sich sucht, kommt man schneller auf die Ideen, wie man an ein Ziel kommt, wie man das Problem löst. Und auch wenn es eine klare Sache ist, die inzwischen viele sagen, schiebt die Schuld nicht auf andere, ist es halt manchmal tief in uns verankert. Ich erwische mich selber dabei, die Schuld bei anderen zu sehen und dann sagen, ja, der ist halt da schuld, deswegen funktioniert das nicht. Aber der richtige Weg ist halt, okay, hat nicht funktioniert, weil das und das nicht funktioniert hat oder das und das nicht gepasst hat. Wie kann ich es besser machen? Veränderung braucht Mut. Gut, das sagen viele große Leute und hat er auch als Erkenntnis für sich genannt. Und da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es ist halt deutlich, wenn man etwas verändern möchte in sich selbst, wenn man nach außen hin etwas verändern möchte, braucht man ein bisschen Mut, weil nicht jeder dann mitgeht und man viele Feinde, viele Stolpersteine haben wird, an denen man nicht vorbeikommt. Und als letztes oder als vorletztes, Körper und Geist, da sollte man sich drum kümmern. Und es geht nicht darum, die ganze Zeit nur an einem Projekt fokussiert zu arbeiten. Da kackt man irgendwann ab. Ich habe selbst bei mir gemerkt, dass obwohl ich sehr konzentriert arbeiten kann und durchziehen kann an der Sache, wenn ich nur arbeite und mich nicht um meinen